Buongiorno, Freunde, und herzlich willkommen zurück bei einem nächsten Part von Paper Mario und die Legende vom Ionentor. Im letzten Part hatten wir ja die Gurus alle befreit und die sind uns jetzt hier alle gut zugeneigt, denn wir sind jetzt auf dem Weg, um wahrscheinlich die nächsten Pikatos platt zu machen. Mit 10 hat es ja schon ganz gut geklappt, beziehungsweise mit 11. Jetzt haben wir 101. Ich bin mal gespannt, was jetzt so auf uns wartet. Und eigentlich lässt schon darauf schließen, dass wir ja auf der linken Seite noch nicht waren. Weswegen ich mir die linke Seite da mal genauer anschauen möchte. Denn da waren wir noch nicht. Wir haben ja nur die rechte Seite gesehen, wo wir dann gegen die Pikatos gekämpft haben. Bin ich sehr gespannt, was dann noch so auf uns wartet. Und wir wissen jetzt mittlerweile, wo das Sternjuwel sein soll, nämlich unten im Baum. Aber, kurz in eigener Sache, gerne könnt ihr uns abonnieren und die Glocke aktivieren, liken und kommentieren, wenn ihr halt keinen weiteren Part verpassen wollt und wenn ihr uns unterstützen wollt. Und wir machen jetzt einfach mal hier weiter und gucken, dass wir das Sternjuwel mit Hilfe der Bubus erreichen können. Denn wir wissen ja auch, die Krosionen sind auch noch hier im Baum unterwegs und haben die Bubus ja gefangen genommen. Also ich bin da sehr gespannt, was für einen Gegner wir gleich haben werden. Oder vielleicht später sogar. In der ersten Welt hatten wir ja dann tatsächlich mit Loga zu tun. Sehr gespannt, was hier dann für ein Gegner sein wird. Dann natürlich alle weg. Warte mal. Was war eigentlich? Ja. Als Kuchio kriegen wir die doch. So. Leider kein Feuer mehr, ne? Das ist das Blöde. Doch, eine Feuerblume haben wir noch. Aha. Zack, der ist auch weg. Alles weggeblockt, was man wegblocken kann. Perfekt. So. Ende. Ich würde trotzdem vorschlagen, dass wir erstmal die Gumbrina wieder mitnehmen. Die anderen Bubus sind jetzt wahrscheinlich unten. Da werden wir auch gleich wieder hinkommen. Oder auch nicht. Na, Eishaut. Perfekto. Der ist auch weg. Die nächsten müssen wir jetzt mit dem Multisprung platt kriegen. Doch nicht. Okay. Dann kommt Rina. Ah, doch. Was? Auch den einen Sternpunkt hätten die uns jetzt auch geben können, hätten wir ein Level abgehabt. Mann, ey. Da sind sie aber jetzt ein bisschen kleinlich, du. So, dann wieder 100, ne? Ja, 101.
So, jetzt sind die ganzen Spinnchen weg. Können wir natürlich hier mal gucken, wie wir laufen, denn die laufen ja genau die Linie entlang, die wir vorgeben. Und wenn wir zu nah am Rand sind, dann fallen die trotzdem wieder runter. So, sind wir auf der linken Seite. Oh, das sieht aber schon wieder so aus, als wenn hier der große Krieg ausbricht. Yo, da kommen sie, die Picatos. Eine ganze Hundertschaft geben wir es ihnen. Na los, Mario. Ja. Ich hau mit drauf. Mehr. Wir haben gewonnen. Okay, da müssen wir wahrscheinlich die... Mist, wir haben verloren. Wir müssen uns was einfallen lassen. Kann man diese Picatos nicht einfach irgendwie wegblasen? Ja, hatte ich vor. Eine ganze Hundertschaft. Das heißt, die sind mehr als 100, oder? Das heißt, wir müssen den Bubus Zeit verschaffen, dass sie die sich einzeln vornehmen können. Hier mal alle an. Haha! Geschafft! Die Picatos sind alle besiegt. Und jetzt müssen wir nur noch ihre Festung erstürmen. Dann macht das bitte. Wohl. Alles kaputt gemacht. Oh, Schaden. Kann man nicht wegladen. Schade. Dann muss Mario das mit dem Hammer machen. Oh, was kriegen wir denn jetzt? Angriffsboost. Und wir haben Level Up. So, jetzt die große Frage, was werten wir jetzt wieder auf? Ich würde ja fast sagen, nochmal die Orden und beim nächsten Mal die Blütenpunkte. Siehst hier fast gar nichts, ey. Einfach so viele Bubus hier. Bleibt mal alle bitte hier. Da ist ein Sternsplitter. Moment, hier brauchen wir die 100. Und doch wieder zurück. Ich hasse diese Pflanzen, ne? Die können einfach überall auftauchen.
Ja, komm, mach deine Angriffe. So, alle mit Erdbeben weggemacht. Müssen wir nur noch die Bugus von oben holen. Sind sie da am Kloppen, ey. Ja, auf der Plattform bleibt. Hä? Was war das denn? Was ist passiert? Oh, ui, ui, ui. Ihr Spatzenhirne. Ihr seid mir voll in die Falle gegangen. Und das hat mich inspiriert, als ich euch so zusammengeklebt sah. Hahaha. Ich hab euch reingelegt mit meinem Podest. Was für Einfallspinsel. Ich lach mich schief. Jetzt, wo ihr mir aus dem Weg seid, kann ich ganz in Ruhe das Sternenjuwel suchen. Hahaha. Aha. Mario, was sollen wir nur tun? Irgendwie müssen wir hier rauskommen. Aber wie? So, erstmal den wieder einsammeln hier. Und ich kann raus. Mario, es muss doch möglich sein, ihnen irgendwie zu helfen. Hey Mario, du musst uns helfen, wir zählen auf dich. Ja, ja, kein Problem. Locker bleiben. Wir haben ja den Fluch bekommen, dass wir uns so komisch da... Oh! Schau nur, diese vier Symbole auf den Säulen. Haben wir die nicht schon irgendwo mal gesehen? Ja, bei der ersten Festung der Picatos, wo wir dann durchgegangen sind. Da waren die... Oh, hier hinter ist auch was, okay. Da war so ein... So ein Rätsel oder so vier Säulen. Also so ein. Ja, so eine Sternflöckchen, würde ich mal sagen. Ein Mond, ein Bubu und ein Stern. Okay, dann gucken wir nochmal. Aha! Der öffnet also das. Oh, hat der Baum etwa geschwankt? Komisch. Was war das wohl? Müssen wir wieder komplett hochlaufen. Okay. Machen wir das doch mal. Müsste jetzt auf der anderen Seite dann gleich sein. Genau. Das heißt hier jetzt einmal durch. Schön die Schlangenlinien hier. Okidoki. Und dann müssten wir eigentlich hier drüber sein. Genau, ihre erste Festung, die Picatos. Und da können wir jetzt hin. So, also wir hatten Sternflöckchen, wir hatten einen Mond, wir hatten ein Bubu und wir hatten einen Stern. Yes. Oh, das ist aber eine große Truhe, du. Das ist wieder so ein Flug.
Nee. Hä? Superstiefel erhalten? Toadette! Hallo, ich bin Toadette. Du erhältst Superstiefel. Herzlichen Glückwunsch. Damit kannst du eine neue Technik anwenden. Probieren wir es. Wenn du beim Sprung A drückst, führst du eine Stampfattacke aus. Der Trick dabei ist, A direkt nach dem Absprung zu drücken. Drücke A beim Sprung. Okay, voll schnell. Großartig, das war super. Du hast die Steuerung im Griff. Ich bin perfekt. Gut, du beherrschst jetzt die Stampfattacke. Mit der Stampfattacke kannst du Bodenflächen wie diese hier zerstören. Okay. Und noch etwas. Du kannst die Stampfattacke auch im Kampf benutzen. Deine Angriffskraft bei Sprüngen wurde ebenfalls gleich mit erhöht. Viel Spaß damit im nächsten Kampf. Also bis bald, mach's gut. Okay. Danke. Interessant. Moment. Dann müssten uns ja ein... Oder... Doch. Normalerweise müssten wir ja dann auch mehr... Oh, okay. Alter, hier ist ja voll der versteckte Raum. Okay. Okay. Eine Insignie, ein Orden. Interessant. Die krallen wir uns auf jeden Fall, nur. Frage ist. Aha, okay. Ja. Charge. Erhöht den Schaden, den Mario beim nächsten Angriff verursacht. Na gut. So, das ist regeneriert. Okay, plus. Das ist erstmal so, vielleicht haben wir ja dann später noch einen besseren Orden. Da. Insignien nehmen wir auch mit und ab geht's. Was ist denn jetzt eigentlich dann mit diesen Bodenplatten, die überall sind? Kann man die auch mit der Stampfattacke dann öffnen? Würde mich mal interessieren, weil... Nimm mal vorsichtshalber so einen Eishauch mit, ja? Denkt man das auch in eurem Sinne? Einfach mal mitnehmen. Besser ist das. Bräuchte jetzt hier keine lockere Bodenplatte. Oben im Gefängnis war ja eine. Aber, ich denke mal, wir werden noch einige finden. Vielleicht hole ich die auch nachträglich. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ich will erstmal weiterkommen. Genauso wie ihr. Wenn noch früh genug erfahren, was sich unter diesen Bodenplatten befindet. Wurde gesagt, die können wir kaputt machen. Machen wir das doch mal. Aha. Mhm. Hä? Ah, doch. Doch, wir machen mehr Schaden, ja. Sehr gut. Das finde ich gut.
Nehmen wir mal Gumbrina. Ja. Schade. Oh. Der hält sowieso nicht viel mehr aus. Zack. Weg. Sehr schön. Stoppuhr. Wir müssen ja erstmal einen Weg finden, überhaupt die Bubus zu befreien, aber ich sehe irgendwie. Moment. Leider noch keinen Ausweg für die. Nächster. Aber eigentlich müsste ich doch meine Verteidigung aufrechterhalten damit, oder nicht? Bei erfolgreichen Action-Kommando steigt meine Verteidigung um 1, oder nicht? Das heißt, der dürfte mir eigentlich gar keinen Schaden machen, selbst wenn ich blocke. Habt ihr das gesehen? Mario, dein Bruder Luigi war im Zuschauerblock. Der hat aber leider nichts auf die Bühne geschmissen. Na gut. Aber vielleicht finden wir ja. Oh, okay. Ist alles voller Wasser. Hier nicht. Das ist eine Indikation. Ah, okay. Verstehe. Das Wasser kommt von oben später runter. Ja, ja. Mhm, mhm. Frage ist nur, müssen wir hier als erstes rein? Oder? Ja, anscheinend. Moment, hier brauchen wir den. Kupio. So, wir müssen erstmal den aktivieren. Hä? Okay, muss ich länger halten. Sonst ganz an die Seite stellen. Jetzt aber. Schwierig, schwierig. Da den richtigen Winkel immer zu finden mit dieser Optik. 2D, 3D. Hä? Mhm. Na, guck mal, hier haben wir auch wieder eine Truhe. Orden Schrumpfer erhalten. Hiermit schrumpft Mario Gegner und schwächt sie. Okay. Nehme ich auch mal. Kostet wahrscheinlich auch BP-Punkte oder so. Können wir einfach drüber laufen, dann müssen wir springen. Ne, wir können drüber laufen. Okay. Okidoki. Machen wir einfach mal den Sprung. Nehmen die Insignie mit. Und runter. Ist zwar schön, wo wir hier sind, aber ich stelle mir gerade so die Frage, was bringt uns das? Weil wir haben ja, genau, hier müssen wir dann wieder die Bubus haben, aber
Jetzt haben wir schon den Weg quasi geebnet für uns, aber wie kriegen wir die Bubus jetzt da wieder raus? Oder gab es in dem Raum auch so einen Schalter oder ähnlich? Gab's da was? Dass man das kaputt machen konnte jetzt mit der Stampfattacke? Alle Gegner sind schon alle weg, das ist schon mal gut. Müssen uns mit denen nicht rumschlagen, selbst wenn wir jetzt hier auf dem Rückweg sind. Alles nur, wie kriegen wir die Bubus da raus? Weil die brauchen wir. Und zwar alle. Und wir sind so tief unten, dass hier schon überall im Hintergrund Wasser ist. Okay, warte mal. Ah, jetzt ist er sichtbar. Jetzt können die alle raus. Das heißt, wir müssen jetzt das Ding wieder mitnehmen. So, und dann kommen die alle hinterher. Ne, kommen die nicht. Warum kommt ihr nicht mit? Ich glaube, ich muss das... Ah, okay. Warte. Vielleicht ist das wie mit den Seifenblasen da gewesen. Dann muss die erstmal alle da aufs Podest. So. Dann stellst du dich hier hin, an die markierte Stelle. Und dann alle... Genau. Runterpusten. Dann sind sie nämlich alle unten. Jetzt hoch, dann den letzten hier noch einsammeln, genau, so nehme ich. Das ist das Rätsels Lösung. Dasselbe müssen wir jetzt hier oben machen, genau, das heißt, wir müssen die jetzt alle mitnehmen, hier hin, ja. Ja. Dann rein. Da rein. So, alle weg. Perfekt. Dann runter. 101 haben wir. Okay. Und durch die Röhren. Jetzt mit dem Wasser wird das gleich ein bisschen schwierig. Aber die müssten uns ja auf Schritt und Tritt folgen. Die müssten dieselbe Linie laufen wie wir. So. Ich habe auch manchmal so ein bisschen Bedenken, wenn ich in die Röhre gehe, also zu schnell in die Röhre gehe, dass die gar nicht hinterherkommen. Aber scheinbar, doch, die werden irgendwie so nachgezogen. Solange es gut geht, okay. Aber ich habe da so ein bisschen Bammel vor, dass die da mir verloren gehen. Aber bis jetzt ist ja alles im grünen Bereich. So, jetzt vorsichtig übers Wasser. Die laufen einem hinterher. Das klappt ganz gut. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Okay. Dann einmal hinterher. Kurz nachchecken, ob das noch 110, ne, 101 sind. Sind es, perfekt. Alle drauf. So macht man das. Oh nein, was ist das? Was passiert da? Okay. Ach so. Den Aufzug. Wo sind wir? Das, wird vorschlagen. Ah, wir kriegen noch einen Pilz, okay. Wird vorschlagen, das sieht jetzt sehr nach Finale in diesem Kapitel aus oder nach Bosskampf.
Und weil wir jetzt schon ja so am Ende des Parts sind und das eventuell dann Überlänge haben könnte oder sehr große Überlänge haben könnte, mache ich hier erstmal einen Cut. Ich weiß, es ist fies, aber im nächsten Part könnt ihr euch drauf freuen. Da denke ich mal, wird es einen Bosskampf mit wem auch immer geben. Ich spiele es ja selber blind, keine Ahnung. Aber es sieht mir sehr nach Bosskampf aus. Wir haben hier einen Speicherpunkt, wir haben einen Block, womit wir unser Leben wieder auffüllen können und alles Mögliche. Das ist, glaube ich, nicht umsonst hier. Und ich glaube, ja, bei Logat war das auch ähnlich der Fall. Deswegen, ja, ich traue dem Braten nicht ganz. Trotzdem würde ich, um hier nicht irgendwie vielleicht in die Bedrohung zu kommen, dass der Part irgendwie Überlänge hat, würde ich hier erstmal einen Cut setzen. Ich sag aber dann an dieser Stelle, so Freunde, hiermit beenden wir diesen Part von Paper Mario und die Legende vom Ionentor und sehen uns dann im nächsten Part direkt hier an Ort und Stelle wieder, direkt am Speicherpunkt, und dann werden wir ja gemeinsam herausfinden, was da auf uns wartet. Wie gesagt, ich spekuliere sehr damit, dass ich sage, da wartet vielleicht eine Art Bosskampf oder ähnliches auf uns. Das, weil, ne? Der Block ist hier nicht umsonst, der Speicherblock ist hier nicht umsonst. Das ist komisch. Das sieht irgendwie komisch aus. Aber ja, werden wir im nächsten Part in Angriff nehmen. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, uns zu unterstützen, indem ihr abonniert, die Glocke aktiviert, liked und kommentiert, wenn ihr halt keinen weiteren Part von diesem Let's Play verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Und ciao.